Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Werkfeuerwehr Simulator 2014. Ja, wir sind mit Oberbrandmeister und werden in dieser Schicht mit dem Turbolöscher von Zikun mal wieder unterwegs sein. Mal schauen, was wir heute alles so an Bränden zu löschen haben, was für Giftgaswolken heute aus dem Himmel zu holen sind und was sonst heute noch so alles, ja, anfällt auf dem Werksgelände hier. So, gleich hat's geladen. Ich glaube, reinigen müssen wir das Fahrzeug nicht. Tanken eventuell, aber mit Wasser müssen wir ja dann nichts befüllen. Da, ja, haben wir ja unendlich Wasser bei dem Fahrzeug. Was ganz schön ist und angenehm ist, weil wir halt dann nicht auf unser Wasser achten müssen. Guten Morgen, Männer. Frauen sind ja nach wie vor keine anwesend. Aber wir machen schon das Beste daraus. Ja, so. Wir nehmen Nummer 7. Dich teile ich heute für den Turbolöscher ein. Ja, das ist schön so, genau. Und wir passen auch auf. Keine Angst, Chef. Alles klar. Alles ganz ruhig. Das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Die Funktionalität überprüfen wir natürlich. Und das war es auch schon. Alle Mann auf die Arbeiten. Passen auf dich auf. Passen auf dich auf. Passen auf dich auf. Ja, passt auf dich auf. Dann los geht's. 10 Minuten hat er ungefähr gebraucht für die Besprechung. Und dann, ja. Los zum Fahrzeug. Heute mal wieder schönes Wetter. Das ist doch toll, oder? Das ist doch schön, oder? Ja. Oder? Ist ja doch. Ja, sieht doch ganz gut aus. Die Sonne scheint, wunderbar, wunderbar. Wir können ja heute nochmal probieren, ob wir nochmal über die Rolltore auf die Fahrzeuge draufkommen. Aber als erstes geht's zum Zikun-Turbolöscher und wir gucken, dass er einsatzbereit ist. Und ja, jederzeit bereit halt. So, also einmal dahin. Dahin, so, einsteigen. Das Fatalste wäre natürlich, wenn das Löschsystem nicht gehen würde. Also die Lafette nicht bewegbar wäre oder irgendwas anderes nicht geht. Lichtcheck. Blinker gehen. Ladechen Sirene. Alles funktionstüchtig. Ihr seht, er wird immer ein bisschen abgesenkt, wenn wir das Löschsystem aufbauen. So, ja, scheint aber alles zu funktionieren. 4, 5, 6. Ja, das sieht doch gut aus. 1, 2, 3, 5, 6. 5 noch raus. Okay, System wieder abbauen. Seht ihr dann gleich wieder, dass er wieder angehoben wird, nachdem es das Ding hier nach hinten weggefahren ist. Wieder alles hier zugeklappt ist, abgebaut ist. So, und jetzt wird er wieder langsam angehoben. So, das heißt eigentlich, er ist fertig und einsatzbereit. Kann es jetzt wieder geschlossen sein oder nicht? Doch. Probieren jetzt nochmal da hochzukommen. Es muss doch einfach möglich sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt? Was machen wir denn jetzt falsch? Es hat doch einmal. Oh, da kommt schon was. Ölraffinerie, starke Rauchentwicklung. Schön, dass das Tor wieder aufgeht. Ja, hoffentlich kommen wir rum, nicht zu schnell fahren. So, und jetzt können wir Gas geben. Du rennst in die falsche Richtung, Kollege. So, und los geht's. Ölraffinerie, die Frage ist, ich glaube, wir fahren gleich hier vorne rein und fahren jetzt gar nicht über die Ringstraße. So, dann hier vorne links. Wir blinken auch ganz ordnungsgemäß. Auch wenn hinten der Blinker nicht wirklich groß sichtbar ist, also ich würde ihn nicht so direkt erkennen. So, ja, es ist auf dem Gelände hier vorne gleich. Da hinten sieht man schon die schwarzen Rauchwolken aufsteigen. Wir sind schon gleich da, wir beeilen uns, wir sind gleich da, keine Angst. So, mal schauen, was da brennt, weil das sieht immer aus der Ferne so aus, als ob da so ein Kessel brennen würde oder irgendwas. Aber das liegt einfach nur daran, weil die Objekte halt so voreinander stehen. So, das Fahrzeug kommt uns ja gerade nicht so wie gerufen aus der Richtung da. Deswegen fahren wir jetzt hier durch. So, perfekter Weg gewählt. So, oh, da scheint es auf dem Podest da oben zu brennen. Ja, die Tanks brennen. Das heißt, wir greifen von hier an, würde ich sagen, so schnell wie möglich. Ja, damit es nicht irgendwie da übergreift auf die anderen rot-weiß gestreiften Dinger. Die würden wir zwar mit dem ganz gut, glaube ich, löschen können, also besser als mit dem Drehleiterfahrzeug, aber ich glaube, so war es damals auch, dass als wir mit dem Drehleiterfahrzeug jeden Einsatz hatten, dass damals hier auch nur diese Dinger da gebrannt haben. Und ja, wir waren halt einfach nicht schnell genug da. Sonst wäre das hier alles kein Problem gewesen. So, noch da vorne rechts brennt und da hinten noch. Komm. Vorne links meine ich. Na komm, da ist noch was da hinten. Und perfekt. Alles gelöscht. System abbauen. Und das war's. Ja, so war es wahrscheinlich damals auch. Es hat nur so ein Kesselding da gebrannt. Und dann ist halt alles noch auf diese rot-weiß gestreiften Dinger, diese Tanks da übergegangen. Die hätten wir jetzt vielleicht mit dem Turbolöscher löschen können, aber nicht mit dem Hohlstahlrohr, das geht nicht. So, das war's auch. Wieder abrücken und haben schon wieder 400 Punkte gemacht. So, einmal hier rum.
So, hier rechts. Ganz ordnungsgemäß blinken. Ja, wo fährt der denn lang? So, na gut, okay, wir fahren auch manchmal nicht auf der Straße. Oder in vielen Fällen nicht auf der Straße. Aber in letzter Zeit, ja, wir probieren schon häufig den Weg auf der Straße zu suchen und nicht nur in wirklichen Notsituationen, wenn es nicht anders geht, fahren wir Offroad, sag ich mal. Also nicht auf der Straße. So, jetzt kommt noch Florian 5. Das Tanklöschfahrzeug, was will das denn jetzt da? Dem Frontwerfer. Oh, was macht das denn? Will sie rein? Hallo Kollege, was los? Was los, Kollegen? Na dann, sollen sie da langfahren. So, der Praktikant ist auch dabei. Wunderbar. Das war schon mal ein spektakulärer Anfang. Dann kann es jetzt gleich weitergehen, würde ich sagen. So. Stellen unser Fahrzeug wieder zurück auf die Wache. Die Frage ist, stellen wir es in die andere Richtung raus. Ja, gucken. Lassen wir es in die. Probieren wir mal. Wir fahren jetzt in die Halle zwei Tore weiter links rein. Also, wir, dass es wieder hier in diese Richtung halt so rausguckt. Also nicht so wie die normalerweise stehen, sondern in die andere Richtung. Tun wir das jetzt reinfahren. Nur wir fahren das jetzt mal zwei Tore weiter links rein. Das heißt. Das ist das zweite davon, das heißt dieses hier, so, stehen wir ganz gut zum Reinfahren gerade. Und gucken wir, ob wir es schaffen, den rein zu rangieren vor das ganz äußerste Tor dann. Florian 5 ist da jetzt auch auf dem Weg dorthin, oder was? So, mal gucken. Ganz rechts einlenken, wir sind zu lang. Wir sind ewig lang. Das ist schon extrem, so. Wir nutzen jetzt einfach den Platz, den wir hier haben, so. Wunderbar, so, und jetzt müssen wir gucken. Es geht einfach nicht ohne Spiegel. Wenn wir die Spiegel hätten, dann würden wir es von innen probieren, aber so geht es einfach nicht ohne Spiegel, weil dann wissen wir nicht, wo wir eindrehen sollen. Und wie viel Platz wir da noch haben. So, perfekt positioniert, genauso wie wir es wollten. Jetzt probieren wir nochmal mit dem Tor das zu machen, so wir darauf kommen. So, mal öffnen. So, Drehleiterfahrzeug. Und die sitzen ja alle wieder in ihren Fahrzeugen drin. Was ist denn da los? Keine Lust auszusteigen oder was? So, nächster Versuch. Und bitte. Ah. Chemikalientransporter im Windparkbereich. Okay, das ist unser erster Einsatz im Windpark. Also, beziehungsweise ich habe ja da schon mal, als ich mit dem Wechsellader ohne Aufnahme jetzt gefahren bin, hatte ich ja schon mal einen Einsatz da mit Ölfleck. Wow. Spannend. Aber jetzt da ein Chemikalientransporter ist verunglückt. Okay, das schauen wir uns mal an. Und dann, ja, beginnen wir auch dann sofort mit den Löscharbeiten. Ich dachte schon, wir kippen um. Wir waren aber nur gedriftet. Ich hab so Schiss gerade, dass wir umkippen. Also es ist so scheiße, wenn man umkippt. Schicht beendet. Und ja, es war vielleicht auch knapp davor, aber naja, wir sind eigentlich nur im Heck gedriftet. Aber vielleicht, wenn ich jetzt mit 120 so komplett scharf rechts einlenken würde oder links, gehe ich mal schon davon aus, dass er umkippen könnte. So, Kollege, aus dem Weg da. Ja, das war ein bisschen spät reagiert. Die Reaktionszeit müssen wir aber noch üben. Das geht so nicht, ne? Das geht so nicht. So, jetzt ist er weg. So, da hinten steigen Rauchwolken hinterm Berg auf. Da hinten macht wahrscheinlich jemand ein großes Lagerfeuer. Zumindest sieht so aus, ob es da hinten irgendwo hinter dem Berg, da in der Landschaft da hinten aufsteigen würde. Aber nein, es steigt hier vorne auf, wo der Chemikalientransporter verunglückt ist. Direkt da muss man noch rechts und dann wieder rechts abbiegen. Gleich. Aber wir werden gleich angekommen sein, weil der hier direkt neben der Ringstraße auch liegt. So, da brennt schon. Wir können natürlich eigentlich von hier löschen. Wow. So, die Frage ist, wo fahren wir hin, um zu löschen? Ja, ich würde sagen, probieren es von hier. Aber wenn die ganzen Kollegen dann hier gegen uns fahren werden. So, F8. Schauen wir wieder aus dem Fenster hier hinten raus, weil, na, ich weiß nicht, von da drüben kommen nicht so gut dahin. Hinten der LKW. Das ist aber ein wagemutiger Typ, der das hier da rumsteht. So, und 5-6, genau. So, erstmal die Kisten hier vorne löschen. So. Na, da kommen die Kollegen angefahren. Ah, schön, dass ihr auch kommt. So, und noch den linken Bereich da löschen. Ja, wunderbar. Fahr erstmal schön gegen uns. So, falsche Ansicht, von hier sehen wir ja nichts. So, wo brennt's denn noch? Wo brennt's denn noch? Da. Perfekt, alles. Erledigt, Schlimmeres verhindert. So, jetzt Tatütatat noch nicht rum. Tatütatat. So. Seid doch leise, Kollegen, Mensch. Florian 2 und 3 sind da.
fahren jetzt mal nicht gegen den Baum, sondern drehen jetzt mal schön und... Was ist denn da los? Wieso kommen wir nicht zurück? Oh, da ist ein LKW, sorry. So, und zurück zur Wache. Gucken, da kommen gleich die anderen. Hallo. Ja, wo wollt ihr alle hin? Was ist denn da los? Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße, was ist denn da? Ja, die kommen da oben auch nicht weiter. Wieder alles verstopft, Mensch. Geht doch mal weg. So, und weg sind sie. So schnell geht's. So, Achtung, Werkwacht. Willkommen wir. Oder Werksaufsicht. Ich weiß gar nicht, Werkaufsicht. Werksaufsicht, wie wird die genannt? Oder Werkswacht? Oh Mann. Hier, die Ringstraße ist aber auch echt immer blockiert. Also manchmal doch nicht der schnellste Weg vielleicht. Also für die anderen Einsatzkräfte von der Wache, aber für uns trotzdem immer noch der schnellste Weg. Wir weichen den ja auch schön aus. Die anderen fahren ja schön mitten rein. Gut, wir sind auch vorhin in den Tanklaster reingefahren. Aber ja, der wollten wir noch ausweichen. Aber weichen die jetzt eigentlich auch so aus, wenn wir jetzt einfach so ohne Blaulicht und Sirene auf die zufahren oder nicht? Naja, das können wir irgendwann nochmal testen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. So, einmal elegante Rechtskurve. Kurvenlicht besitzt dieser LKW noch nicht. So. Und dann hier gerade zurück auf die Wache, parken unser Fahrzeug wieder hier außen, weil es ist echt blöd, mit dem da hinten so scharf um die Ecke rumzufahren. Das ist ein bisschen eng. Da darf man nicht zu schnell fahren, deswegen ist es einfacher, den hier rein zu parken. So. Ach, machen wir es mal so. Machen wir es einfach mal so, genau. Hätten wir eigentlich auch da drüben. Ach nee, machen wir doch. So. Also, vielleicht habt ihr auch schon eine Ahnung, was ich probieren will. Und zwar. Ne, probieren. Wir fahren einfach hier rum. So. Setzen zurück. Und fahren wieder vorwärts rein. So geht's doch auch. So. Und perfekto. Einmal aussteigen. Tor schließen. Das andere Tor auch, nachdem wir das Licht hier ausgemacht haben. Ach, da ist der Typ nur schnell hier reingelaufen. Und jetzt haben wir noch 6 Stunden Dienst. So, Tor geht zu. Perfekt. Perfekt eingeparkt hier. So, hier sitzen sie noch drin, Florian 5. Hier, ihr müsst mal Licht ausmachen, Kollegen, sonst ist eure Batterie bald leer. Oder bremst nicht so lange. Na, was machen die? Na, wollt ihr nicht zum Abendessen kommen? Zur Nachtspeise. Zur Nachtspeise. Oh, es hat gerade gehangen. Falls ihr es gemerkt habt. Ja, guter Witz. So, wir gehen ganz nach oben und ja, ihr könnt schon denken, was wir machen. Genau, wir legen uns ein bisschen hin. Okay, ich dachte eigentlich erst, dass wir Fitness machen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. So, einmal hinlegen und mit E und dann warten wir doch mal. 4 Uhr. Und da kommt was. Kohlekraftwerk, starke Rauchentwicklung, schnell dahin. Irgendwie beim Zikun Turbolöscher haben wir irgendwie immer 3 Einsätze. So, die können jetzt gleich losfahren. Das ist cool, dass wir 3 Einsätze haben. Ey, was sind da Chaos auf dem vorm Bereich der Ausfahrt? Was sind da los? Oh, alle sind sie schon weg. Alle. Da drängeln sie sich bei der Ausfahrt raus. So. Und der Zikun Turbolöscher ist natürlich wieder der letzte. Okay. Normalerweise ist es nie so. Ach, ich halt daran, weil wir eben noch im Bett gelegen haben und die haben ja schon auf den nächsten Einsatz gewartet, als wir im Fahrzeug gesessen haben. So, wir müssen mal kurz hier vorbei. Der fährt halt viel zu langsam, der fährt 70. Mein Gott, wir könnten hier 100 fahren. Was ein Vollidiot. Okay, die ganze Straße. Wenn wir so in der Kolonne fahren, die kommen ja immer zu spät, die ganzen anderen Kollegen. Na gut, manchmal sind sie auch noch pünktlich da. Ach, guck mal da, also komplette Einsatzkolonne. Schon cool. So, Licht an. Spot an. So, Achtung, Werkswacht, wir aus dem Weg, Mensch, jetzt sind ein Tick rüber gefahren, das ist schön so. Und jetzt aber schnell da runter, 120 km/h, Notarzt ist schon verunglückt und da geht's erst so weiter. Wow, wow, wow. Ah, kommt der hier mitten vor uns, ey. So, wo ist es denn, wo der Brand da vorne ist auf der Karte, das heißt, wir fahren da vorne wieder links rein, da vorne ist das Drehleiter-Kopffahrzeug, DLK. Und das heißt, wir fahren jetzt hier rein, einmal links. So, wir blinken schon mal, Florian 2 will uns überholen. Ja, du musst nicht so ideal da reinfahren, aber komm, mach's halt. So. Also, Gas geben und schnell zum Einsatzort. Wir haben noch 1 Minute 19 Sekunden. So, nein! Das war ja so klar. So, der Rettungswagen ist da vorne. So, wir sind ja gleich da. So, ja, hup nicht, wir sind hier im Einsatz. So, also haben wir das Recht hier zu fahren. Ich dachte, die Fahrzeuge weichen aus und nicht die Feuerwehr.
So, wo brennt's denn? Wo brennt's? Ah, da brennt wieder so eine Förderanlage. Ah, nee, doch nicht. So eine Hütte. Immer diese Holzhütten. So, Warnblinker an. F8. Und bereit zum Löschen. Ich glaube, wir werden danach gar nicht mehr... Ach, guck doch mal, die Kollegen, die kommen jetzt alle da angefahren. Meine Güte. 1, 2, 5, 6. Und bitte. Und Action. So. Wir haben es normalerweise immer mit dem Drehleiter Kopfahrzeug gelöscht. So Einsätze. Und jetzt haben wir das hier mit dem Zikun Turbolöscher. Auch nicht schlecht. So. Da lässt sich halt im Turbo löschen. Jetzt kommt da rechts schon der Brand hin. Frage ist... Ja, löschen wir da jetzt schon mal. Bevor der Brand jetzt das ganze Haus da anfängt, anfangen lässt zu brennen, können wir schon mal den Anfang jetzt hier unterbrechen. Ja. Oh, oh, da hinten die Hütte brennt auch schon, oder? Also ich meine nicht die, sondern das Haus da hinten, das Backsteinhaus fing an zu brennen. Auf der anderen Seite brennt es auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier der Auslöser war. Okay, wir müssen abbauen und auf die andere Seite fahren, das wird sonst nichts. Weil ihr seht, das Backsteinhaus da fängt an zu brennen und da drüben brennt es auch noch. Oh, komm, mach hin, Mensch, wir haben nicht ewig Zeit. Hier gibt es halt nicht die ideale Position. So. Spannender Einsatz mit viel zu tun. So, oh, oh, hier brennt es noch. So, jetzt gerade hier drehen. Löschen wir erstmal das hier, weil dann ja, kann es nicht auf das andere Haus noch übergreifen. So, die anderen positionieren sich alle noch. 1, 2, 5, 6. Komm schon. 1, 2, 5, 6. So, erstmal das Dach da oben löschen. Damit es nicht wieder auf der anderen Seite anfängt. So, und das sieht doch gut aus. Mit dem Turbolöscher hat das Feuer echt gar keine Chance. Also gegen den Turbolöscher hat das Feuer no chance hier. Nee, das wird wohl nichts Feuer. Gegen den Turbolöscher kannst du nicht gewinnen. Im Turbo-Tempo gelöscht. So, jetzt fehlt nur noch die rechte Seite, das schaffen wir natürlich wieder nicht. Ja, wunderbar. Dann wir die 4 noch aktivieren. Das ist nicht weit genug. Okay, System abbauen und umparken. Wir müssen doch ein bisschen zu weit. Ja, stimmt, wir haben uns ganz schön nach da ausgerichtet. So, kurz ein Stück nach vorne setzen. So, jetzt ist die Schicht auf 4 Stunden überzogen. Das heißt, wir werden danach sofort zurückgesetzt. So, letztes Mal aufbauen. Das war echt eine richtig geile Schicht. Hier, Riesenbrand eben noch. Und davor auch richtig coole Einsätze. 3 Einsätze auch noch. Und also im Turbolöcher, finde ich, haben wir eigentlich so die meisten Einsätze immer. So 1, 2, 5, 6. Das ist echt so. Irgendwie im Turbolöcher, fand ich, haben wir bis jetzt immer die meisten Einsätze gehabt. Und es macht auch richtig Spaß, mit dem hier zu arbeiten. So, das scheint der Brand gewesen zu sein. Einmal System abbauen. Und wir können uns genauso schnell zurücksetzen wie die Kollegen. So, die Geschichte zu Ende. 1100 Punkte haben wir gesammelt. Echt super, super, super. Und dann war's das mit diesem Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Line Game 1. Ciao!